Heute zeige ich euch 10 Fakten über mich. Ein paar kleine Geheimnisse, die mehr über mich verraten. Aber erst möchte ich mich bei euch für die vielen Abonnenten bedanken. Es sind jetzt mittlerweile schon 55.000, also 55.000, das ist unsagbar viel. Alles Liebe dafür und auch für eure Likes und für eure netten Kommentare. Ich freue mich immer. Und brauche auch eure Unterstützung, denn es ist alles so neu für mich hier. Am Ende möchte ich noch 3 Fans grüßen. Dann geht's jetzt los mit Fakt 1. Ich liebe es heiß. Das heißt, ich liebe heißes Essen. Ich liebe im Sommer in den Süden zu fahren. Ich liebe sogar den heißen Strand, also den heißen Sand unter den Füßen. Und was ich nicht mag, ist, wenn ich am Abend dann duschen möchte und die ist nur lauhoch. Fakt Nummer 2. Wenn ich auf dem Klo sitze, muss der Badvorleger parallel zu den Fliesen sein. Das heißt, ich zappel so lange mit den Füßen rum, bis der wieder gerade gerückt ist. Fakt Nummer 3. Ich schneide alle Servietten durch. Das heißt, ich staple die, suche mir die Mitte und schneide sie in der Mitte durch, damit ich einfach mehr habe. Weil ich eigentlich ein sparsamer Typ bin und ressourcenschonend bin ich außerdem. Eigentlich benutze ich nur die Serviette. Ist halt so. Aber die müssen da liegen, weil ich mag Ambiente am Tisch. Fakt 4. Obwohl es man mir nicht ansieht, weil ich bin ja sportlich gedacht, aber ich bin noch nie am Stück 1 Kilometer gelaufen. Also Joggen, schweißtreibende Sachen, das mag ich wiederum nicht. Aber Fahrradfahren und Schwimmen, okay, das kann ich beschaulich machen, weil ich bin ein beschaulicher Mensch in Sportsachen. Fakt Nummer 6 ist, dass ich Fakt Nummer 5 einfach ausgelassen habe, weil ich nicht zugeben wollte, dass ich kein Fastfood mag. Ich gehe normalerweise nicht zu McDonald's, aber bei McDonald's gibt es einen sehr guten Kaffee. Da sitze ich dann im McCafé. Aber Fastfood ist überhaupt nicht mein Ding. Unterm Gehen essen oder so, das kann ich nicht ab. Fakt Nummer 7. Ich habe einen Kleiderschrank und wenig Klamotten drin. Das sagt vielleicht jede Frau, aber bei mir stimmt es, denn ich bin sehr wählerisch. Es muss der Style passen, es muss die Farbe passen, es muss der Preis stimmen und die Form, damit man auch mal Figur sieht oder nicht. Doch überraschenderweise am Schluss der Shoppingtour sagt meine Freundin, jetzt hast du ja doch gefunden, was du genau wolltest. Und so geht's mir oft. Fakt Nummer 8. Ich bin eine Süße. Das heißt, ich esse wirklich gerne süße Sachen. Am liebsten Mozartkugeln. Manchmal kommt es vor, dass ich 10 Packungen auf einmal kaufe, damit immer was im Schrank ist und parat ist für mich. Denn 1 bis 2 Kugeln, glaube ich, brauche ich täglich. Ich liebe sie. Fakt Nummer 9. Ich bin das Nesthäkchen von 5 Geschwisterkindern. Ich habe zwar ein paar Vorzüge, die man dann natürlich genießt. Zum Beispiel, dass ich Apfelstrudel ohne Rosinen bekomme. Und meine Schwester sagt dann immer diese Sonderwünsche. Und die Mama musste ja eigentlich nur die Rosinen weglassen. Ist ja gar kein Problem. Aber meine Schwester fand es ein großes Problem. Und das sind Vorzüge, die ein Nesthäkchen einfach hat. Fakt Nummer 10. Im Kino, beim James-Bond-Film, bei den actionreichsten Szenen, wenn geballert wird, dann schlafe ich einfach weg. Das ist so schön monoton. Und dann muss ich einfach schlafen. Momentan schlafe ich auch bei Dokus ein, denn das ist auch so ein normaler Stand von Sprechen. Gut, jetzt habe ich noch einen kleinen Bonusfakt für euch, denn einer fehlt ja noch. Ich trage keinen Ehering. Denn erstens, es ist mir zu eng und wenn mir jemand die Hand quetscht, dann tut mir das schrecklich weh. Dann natürlich beim Trommeln muss ich immer wieder den Ring abnehmen. Und nachher wieder anmacht. Deswegen lasse ich ihn einfach weg. Jetzt möchte ich noch gerne 3 Fans grüßen. Ich grüße von YouTube Seminator. Dankeschön für deine Kommentare und dein Abo. Dann grüße ich von Instagram Trommelute Fanpage. Danke für eure Kommentare und fürs Hochladen, für alles, was ihr macht von mir. Danke euch. Und jetzt grüße ich noch von TikTok Iconical Cool. Danke für deine Kommentare und für alles, was da von dir kommt. Und dann kommt noch ein Hey. Müsste ich noch machen, das steht da. Ich schicke dir ein Hey.
Das war's mit meinen 10 Fakten. Schaut gern mal bei meinen anderen Social Medias vorbei. Und ich grüße euch. Bis nächsten Freitag.